Eva Post holen, ist das geil, ey. Ich freue mich. Guck mal, ist schon wieder ein Paket für mich. Ey, Leute. Morgen ist Weihnachten, ne? Ich habe schon ein Paket ausgepackt. Wir zählen mal schnell. 1, 2, 3, 4, 5. Also es waren 7 Pakete, ja? Briefe habe ich 10. Ich war gerade unten Post holen. Also hier habe ich die Post. Guck mal, hier ist 10. Nummer 10. Ey, Leute, ey. Ich habe hier noch einen Brief. Ey, aber Leute, wisst ihr was da? Also Leute, ey, guck doch mal. Ey, Bluetooth-Kopfhörer. Ey, Leute. Ey, Steffen. Ey, Steffen. Ey, ehrlich jetzt mal. Ey, Steffen. Danke. Ich lade die ganz schnell auf. Ey, Leute, ey. Also, die waren im Paket drin, ne? Ich habe jetzt nach dem Mittagessen Nordic Walking. Ich glaube, ich ziehe die gleich mal an. Ey, Leute, ey. Oh. Ey, Stefan, ne? Ey, und dann hast du doch zum Geburtstag, vorm Geburtstag gab es ein Paket und dann hast du geschrieben, die Kinderschokolade ist Weihnachten, Nikolaus Geburtstag. Und dann wolltest du mal was Kleines kaufen. Stefan. Und jetzt hat mir der Stefan Schuhe geschickt. Ey, Leute, ey. Das sind besondere Schuhe. Ich lese euch mal vor, was auf dem Zettel steht. Versteckte Superpower in deinen Schuhen. Das Obermaterial besteht teilweise aus Econyl, regeneriertes Garn, Faser bewirken kleine Wunder. Sie bestehen aus Nylonabfällen, wasserdicht. Oh Leute, ey. Ich stand da irgendwas mit dem Regenschirm. Die Membran ist ein Regenschirm für deine Füße. Sie passt auf, dass deine Füße immer trocken bleiben. Danke, Stefan. Für die Welt bist du irgendjemand, aber für irgendjemand bist du die Welt. Oh, ey, lass mich für irgendwen die Welt sein, ehrlich jetzt. Oh, Leute, ist das schön. Reicht schon, oh Leute. Ich dachte ja mal, hier reicht jemand Neues an, den man kennenlernen kann. So etwas Jüngeres, Alter wäre nett. Nee. Nee, ich weiß nicht. Also wir haben ja zwei Essensgruppen und die erste Essensgruppe, da kenne ich halt keinen. Ne? Zweite Essensgruppe, wo man sich halt sieht und mit den Gruppensportler. Denke, sind ja auch immer andere Leute. Weiß nicht, man quatscht sich halt an der Schwimmhalle abends, habe ich gestern einen Mann kennengelernt, aber der ist auch ein bisschen älter. Nee, so junge Leute. Schade, ne? Ich dachte, man findet hier so Freunde. Ich hoffe, mein Zimmer ist ein bisschen sauber. Ah, ein bisschen. Also, da Weihnachten ist, habe ich auch ein Weihnachts-T-Shirt an. Guck. Ich weiß gar nicht, ich hatte mir jetzt 7 Pakete. Übrigens habe ich doch eine Schere mit.
Gut, oder? Ich habe jetzt schon ein bisschen ausgepackt, ihr seht es vielleicht. Weil ich doch keinen Fernseher gucke, nämlich den Fernsehschrank als Gabentisch. Als Gabentisch. Ja, ich habe schon ein bisschen was. Ich habe ganz viel. Pass auf, wir machen das so. Ich packe jetzt die restlichen Pakete aus und zeige euch das Wichtigste, das Schönste. Dann zeige ich euch alles. Ey, alles. Wir fangen erstmal mit den Büchern an, oder? Damit ich was zu tun habe über die Feiertage. Die sind jetzt auch alle nicht so dick. Vielleicht. Ich dürfte das vielleicht schaffen. Ja. Ich habe was zu tun. Leute, ey, vergiss nicht, dich selbst zu lieben. Nee. Geil, oder? Danke an Stefan. Ich mag Bücher und ich mag Mandala zum Ausmalen mit Sprüche. Ja, wisst ihr, wie viel Geld das gekostet hat? Alleine, dass da jemand für mich so viel Geld ausgibt. Wisst ihr? Ich bin das gar nicht gewöhnt, ey. Das ist so... Ich find's schön. Ist schon komisch, ja. Oh, du Fröhliche. Ah, von Dennis. Oh, nö. Ey, für morgen, oder? Steht schon seit fast 2 Wochen hier. Ich habe ganz vergessen, dass ihr mir... Das habe ich ganz vergessen. Michael und Karin. Das habe ich ganz vergessen. Also was fehlt, ist von Angelika ist nichts da. Sag mal, Angelika, hast du das vergessen? Oder habe ich... Nee, von Angelika habe ich das nicht. Also von Angelika ist nichts da. Ey, aber ich zeige euch nachher mal zum Schluss, wie viele Socken ich habe, ja? Dankeschön. Für übermorgen? Vielleicht? Nein, dankeschön. Jetzt kommt Fee und Manuel. Bleib so, wie du bist. Wie, ey, sag mal, Fee. Wie hast du das jetzt so... Also, oh, Leute. Also, Fee hat mir zum Geburtstag ein Buch geschickt. Wir hatten uns ja im Sommer gesehen. Und Fee hat gefragt, ob sie mir noch zu Weihnachten ein Buch schenken kann. Ich habe geschrieben, wenn du möchtest. Aber das war erst vor 2 Wochen. Ey, Leute. Ey, Leute. Ey, von dem. Das ist ja mein Lieblingsmensch jetzt. Ey, der hat so viel. Der ist so... Also, Leute. Oh, danke. Danke, Fee. Also, oh. Ja, ich finde denn jetzt die Liebe. Weißt du, nächstes Jahr, ne? Nächstes Jahr wird alles besser. Na, ich werde mir, glaube ich, nachher jemanden zum Kaffee trinken suchen. Und dann gibt's Plätzchen. Ja. Oh! Oh!
Dengel. Hier, Buddha-Lehre, weißt du, Buddha-Lehre muss ich auch noch lernen. Nicht außerhalb, nur in sich selbst soll man den Frieden suchen. Das ist alles in uns. Ja, das stimmt, Abel. Eins habe ich noch. Ich habe jetzt nicht die Reihenfolge, weil die Nummer 3 steht. Ich habe nicht die Reihenfolge genommen. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ey, Leute. Ey, Leute. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh, Leute. Ganz dicke Kuschel so. Oh, danke. Kuschelsocken. Für wo sind wir jetzt? Dienstag oder Mittwoch? Ey, gut, dass ich mein Gemüsemesser mit habe. Danke. Sind die von Sally und der Apfel auch? Oh. Also das Paket ist von Marianne und meinem Vater. Marianne geht auch immer zu so einem Obsthändler aus Ländermann, wo es so lecker ist. Oh, ich mag das, danke. Ich bin hier. Oh. Hat er geklopft? Das sieht aus wie zu Hause nach dem Geburtstag, Pakete öffnen. Ich kann mal den Müll wegbringen, oder? Oh, herrlich, ey. Oh, ich guck mal, dass ich das alles irgendwo untergebracht bekomme. Ich habe übrigens, ich habe auch einen Baum. Ey Leute, also vielen Dank für eure Pakete. Ich mag Pakete. Leute, ey. Also wir sehen uns heute Abend zum Abendbrot wieder. Jetzt passiert hier auch nichts. Jetzt spazieren. Ich muss jetzt hier aufräumen, Leute, ey. Also danke schön, ja? Zum Armbrot. Vielleicht gibt es was Schönes. Oh, schön, dass ich hier bin, ey. Ey, schön. Also das war ja nett mit dem Honig und also das mit dem Buffet war ja schön. Das hat mir gefallen. Vielen Dank. Dankeschön. Ey Leute, ja. So, morgen ist vorbei oder was? Ist morgen vorbei? Und dicken Bauch vom Essen. Ey, ja, ich habe richtig so einen dicken Weihnachts. Das ist lustig, ey. Ich habe so viel gegessen. Das war schön. Ey, danke an die Klinik Silbermühle fürs Essen. Dankeschön. Mittagessen 25.12. Entenkeule mit Rotkohl.
gerne rutschen. Für Kinder bis 16 Jahre. Ich rutsch runter, ja? Ist schön nass hier. Aber dann bin ich so schnell. Dann traue ich mich doch nicht. Ey, pass auf, da ist das Ende. Ich rutsch ja schnell runter. Ah! Schön. Noch wackeln ja, sie. Wartet immer so zwei, drei Tage und wenn sie immer noch da sind, dann mussten sie ja nehmen. Die haben ja nicht. Ey Leute, was ist denn das hier? Kaffee-Faltenrock heißt das. Ey, das ist ja, also, das ist ein Kaffee. Guck doch mal. Ist das, also, das war toll, ey. Guck mal, ist das schön hier. Jetzt ist schon ein bisschen dunkel, ey. Ey, war schön mit euch im Kaffee. Gut gelebte Lebenszeit. Ja, ich habe so eine nette Frau an meinem Esstisch. Die hat so schlaue Sprüche. Gut gelebte Lebenszeit. Schön, dass du an meinem Esstisch bist in der Klinik, ey. Dreh mal rum, wen filmst du jetzt? Mich selber. Darf ich euch filmen? Lutz auch? Ja, mach doch. Aber du kommst dann auf YouTube. Ja, schmerzvoll. Dann kennen sie mich noch da. Seht ihr euch selber? Guck mal, Lutz und Elke. Darf ich eure Namen überhaupt sagen? Ja. So viele heißen Elke. Ey, war schön mit euch, Lutz und Elke. Ich habe euch jetzt in meinem Video, ist das geil. Ja, mich würde ich noch angeschrieben werden, die andere. Ey, und ich hab neulich noch im Video gesagt, ich habe keine Freunde in der Klinik, weißt du? Jetzt habe ich schon ein paar Stück, läuft doch. Nur wenn man keine mehr möchte, kommen sie, weißt du? Jetzt gefällt mir das. Du bleibst da ganz lange an meinem Esstisch. Ich mag dich an meinem Esstisch. Hey Stefan, danke für die Schuhe. Also ehrlich jetzt, Stefan,
Danke für die Schuhe. Oh, Leute, ey, das war ja schön, ey. Also, das war ja schön. Und ich habe neulich noch gesagt, ich hätte gern Freunde, weißt du? Ich glaube, wenn man keine möchte, dann kriegt man welche. Weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ey, wir waren im Bärenwald. Ich wollte mit dem Fahrrad zum Bärenwald heute. Und dann saß ich gestern mit der Elke unten bei den Sesseln und dann kam der Lutz. Ich habe gesagt, ich möchte mit dem Fahrrad fahren. Er meinte so, die Blätter sind nass im Wald und es ist rutschig. Und er würde da auch gerne hinfahren. Und dann habe ich gesagt, dann darfst du mich mitnehmen. Und Elke saß daneben und dann sagt sie, ja, sie kommt mit. Also so ist das heute entstanden. Ey, ich lasse mich jetzt auf morgen. Ich bin jetzt gespannt auf morgen, was morgen passiert. Ich denke, für morgen wird sich auch etwas ergeben. Leute, ich denke, das Weihnachtsvideo ist zu Ende hiermit. Ist lang genug, ist genug passiert. Ich habe einen großen Gabentisch und habe irgendwie alles hingelegt. Soll ich die Briefe noch zählen? Die mache ich im nächsten Video, ja? Eure Briefe, wie viel ich Post hatte? Mhm. Gut, liebe Leute, da war es das mit dem Weihnachtsvideo von mir. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich ruhe mich jetzt kurz aus, gleich gibt's Abendbrotessen. Ein schönes Weihnachten hier, ein schönes, ruhiges. Also macht's gut, gehabt euch wohl, wascht euch die Hände, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.